Ja. So viel zum Angucken. Crazy shit. Wir starten auf der Seite, würde ich sagen. Gehen dann hier so und dann hier runter. Ja, auf geht's. Oh Gott, die Stadt ist riesig. Mila, die Schwarze. So. Das West zurückgesehen jetzt.
Speichern mal. Was ich jetzt eigentlich will, ich will eigentlich die Karte haben. Alles dasselbe. Nicht gerade sehr einfallsreich. Jetzt die Main Plaza. Nee, noch nicht ganz. Du nicht auch nur heilen musst, aber es ist wurscht. Heil einfach mal. Cool. Wuffels. Hier müssen sie hochlaufen, um dann nach hinten wieder runterlaufen zu können. Das ist eigentlich im Grunde eigentlich so eine richtige Universitätsstadt. 1:1. Oh nein, da will ich gar nicht hin. Ach komm schon, wenn du da ein Mitglied von Team Star bist, kannst du so hell strahlen wie die Sterne am Himmel. Ich verstehe dich einfach nicht. Willst du denn nicht mit fantastischen Freunden wie uns deine strahlende Jugendzeit genießen? Nicht wirklich. Jetzt hör mal her, wir haben ein Anwerbepensum zu erfüllen, also mach keine Faxen und tritt Team Star bei. Ich verzichte. Hä? Willst du was von Team Star? Wenn du bei uns mitmachen willst, dann komm später wieder. Wir unterhalten uns hier gerade. Wir sind von Team Star, wo jeder nach dem Stern greifen kann. Du hast bestimmt schon von uns gehört. Nö. Oh, was ist denn mit dir verkehrt? Jetzt bin ich im Team Star schon beigetreten und muss mich trotzdem behandeln lassen wie der letzte Dreck.
Es kann nicht angehen, dass du uns nicht ernst nimmst. Dass der uns nicht ernst nimmt. Wenn wir es einfach auf uns sitzen lassen, ist Team Stars Ruf gleich im Eimer. Da bleibt uns keine andere Wahl. Wir müssen kämpfen. Recht hast du. Behalt du das Brillengesicht da drüben im Auge. Ich kümmere mich so lange um den Neuen hier. Der wird gleich Sterne sehen. Proxy, die Vorentwicklung von Graffiti. Jetzt bin ich diejenige, die Sterne sieht. Tja. Dann Rübel auch noch. Was war das denn? Warum ist der so stark? Was? Du hast meine Kollegin platt gemacht? Dann muss wohl ich dir zeigen, wo der Hammer hängt. Ich bin schon länger bei Team Star, also mach dich auf was gefasst. Hey ihr da, was soll das werden? Die Schülersprecherin. Die hat uns ja gerade noch gefehlt. Hör mal, das geht so nicht, Matze. Fängst du einfach an, mit wildfremden Leuten zu kämpfen? Dafür bin ich doch da. Aber Team Star. Was? Oh, sorry, da muss ich was falsch verstanden haben. Stimmt, jetzt wo ich genau hinsehe, das sind doch welche von Team Star. Versucht ihr schon wieder, Leute dazu zu zwingen, eurem Team beizutreten? Möglicherweise war das nicht der Fall. Aha, so ist das. Als Schulsprecherin war es ja eigentlich meine Aufgabe, diesen Aufruhr gleich zu unterbinden. Aber wenn du eh schon dabei bist, überlasse ich die Lösung des Problems dir, Matze. Und zwar mit diesem super mega ultra geheimen Item. No, du Schlingel. Du hast ein Terra-Kristall-Orb. Terra-Kristall-Orb wurde in der Basis-Item-Tasche verstaut. Dieser Orb wohnt Kristallisierungskraft inne. Ist er vollständig aufgeladen, kann er Pokémon Terra kristallisieren. Nice. Mit diesem Terra-Kristall-Orb können deine Pokémon in einem Kampf Terra kristallisieren. Mal sehen, dein Filori nimmt bei der Terra-Kristallisierung höchstwahrscheinlich den Typ Pflanze an. Eigentlich musst du einen speziellen Kurs belegen, um dieses Item überhaupt zu bekommen. Aber ich war so frei und habe meine Beziehungen für dich spielen lassen. Gern geschehen. Kein Problem. Hä, heißt das, ich bin jetzt das Versuchsobjekt für die Terra-Kristallisierung oder was? Wenn dir das nicht passt, kämpfst du gegen mich? Och nee, für den Neuen habe ich wenigstens noch eine Chance zu gewinnen. Also dann, alles auf Fusion, der Kampf beginnt jetzt. Das ist so geil, so richtig Erpressung so. Lass ihn testen oder krieg von mir aufs Maul. Na gut. In der Folge passiert gleich so viel. Die Sterne leuchten so hell. Kein Problem. Du warst spitze und die Terra-Kristallisierung hast du auch super eingesetzt. Wenn ein Pokémon seinen Terra-Typ annimmt, werden Attacke desselben Typs noch stärker. Und manche Pokémon nehmen bei der Terra-Kristallisierung einen völlig anderen Typ als sonst an. Das eröffnet dir ganz neue Möglichkeiten und Strategien, aber denk daran, dass du deinen Terra-Kristall-Orb nach jedem Einsatz wieder aufladen musst. Das geht super einfach bei jedem Pokémon-Center. Ich geh dann mal. Hasta la vista. Tito. Hasta la vista. Okay, Team Star ist echt eine schräge. Jetzt check ich es erst.
Diese Gruppe besteht hauptsächlich aus frechen Schülern, die gerne Unruhe stiften. Sie fehlen ständig im Unterricht und rasen wie die Bekloppten rücksichtslos durch die Gegend. Auch den Lehrern machen sie wohl große Sorgen. Entschuldigung. Vielen Dank. Ja, und tschüss. Obwohl du selbst noch neu bist, eilst du anderen gleich zur Hilfe. Du bist echt eine coole Socke. Dieses Mädchen habe ich hier noch nie gesehen. Vielleicht ist sie auch ein Neuzugang. Oh, aber hast du ihren Evoli-Rucksack bemerkt? Der sah ja extrem kuschelig aus. Also dann, jetzt wo die Situation geklärt ist, sollten wir uns langsam zur Akademie aufmachen. Viel Erfolg beim Erklimmen von Paldeas. Ja, das war ein bisschen zu schnell. Nee. So weit sind wir noch nicht. Wo ist der Modeshop? Der hätte doch irgendwo hier sein sollen. Ja, das sind beide hier. Hier ist der Friseurladen. Und hier ist der Modeshop. Boah. Really. Du willst denn sagen, dass dieser Modeshop hier alles, was er hat, Rucksack ist? Modestraße und hier und da, da war auch noch was. Was ist hier? Was kann man denn hier kaufen? Oh nee, echt nicht. Drüben ist anscheinend noch was.